So, hallo, wir machen weiter. Bei Superliminal, es wird jetzt vielleicht meine letzte Aufnahmesession, ich denke so 3-4 Parts vielleicht noch, vielleicht auch weniger, je nachdem wie schnell das jetzt hier geht. Letztes Mal haben wir den Speedrun versucht, denn wir haben nur den Stunden-Speedrun geschafft, die halbe Stunde haben wir nicht geschafft. Weiß nicht, ob ich das nochmal versuchen will. Das hat doch schon so gewirkt, als ob das brutal knapp wird. Deswegen, wo wir jetzt eher, denke ich mal, Erfolg haben, ist, wenn wir uns nochmal den Herausforderungsmodus anschauen. Da habe ich jetzt auch ein paar mehr Sachen damals im Stream von HF gesehen. Deswegen, wir gehen einfach hier von 1 bis 8 mal wieder alles durch. Es gibt ein paar Sachen, die ich nicht so schön finde im Herausforderungsmodus, und es gibt Sachen, die ich schön finde. Ich werde einfach bei Gelegenheit dann das Ganze ansprechen. Was ich schon mal nicht schön finde, da geht das erste los, man kann die einzelnen Abschnitte nicht auswählen. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel die hinteren Herausforderungen noch nicht geschafft hat, die vorderen aber schon, muss man trotzdem wieder alles ablaufen. Ja, das ist, finde ich, nicht so gut. Man muss es nicht nochmal machen, man hat es ja schon geschafft. Aber man muss es halt nochmal ablaufen und das finde ich nicht gut. Weil jetzt muss ich trotzdem endlich hier die ganzen Rätsel nochmal machen. Kostet halt Zeit, ist eigentlich nicht notwendig aus meiner Sicht. Ist eigentlich nicht notwendig aus meiner Sicht. Es wäre schön, wenn man die auswählen könnte, die Abschnitte. Aber gut, wir werden es jetzt ja sowieso dann so machen, dass wir die am Stück... Darf ich einfach durch? Nein. Dass wir die am Stück spielen und dann kann dann... Oh, und dann kann da nichts weiter schief gehen. Willst du mich veralbern? Dankeschön. So. Hier ist das erste. Ne, hier immer noch nicht. Das hatten wir auch noch geschafft. Ja, aber was ich eben. Das war die eine Sache, die ich sagen wollte. Dass ich das nicht so gut finde, dass man das. Sagen öfter alles ablaufen muss, wenn man die anderen Sachen nochmal machen möchte. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. Und hier sind wir stehen geblieben. Das habe ich jetzt leider schon bei HF die Lösung gesehen und es wurde mir sogar auch in die Kommentare als Idee geschrieben. Und es ist auch richtig, die Idee. Die Idee ist völlig richtig. Wir haben es gemerkt, mit dem Würfel hier funktioniert es nicht. Womit es aber funktioniert, ist mit so einem mit so einem Brettchen. Damit geht es ganz gut, diesen Schalter nämlich zu drücken. Wenn man nicht komplett inkompetent ist. Dann funktioniert das ganz gut. Ah, so geht's. Ja, mit dem Würfel hat es einfach nicht funktioniert, den so klein zu bekommen, dass er da durchging. Aber mit dem Brett funktioniert das. Faszinierend. So, und ab jetzt ist es neu. Ich habe es zwar bei HF gesehen, aber das Durchführen ist ja trotzdem nochmal eine eigene Geschichte. Ja. Und ich habe nicht alles, er hat nur den ersten und den zweiten gespielt. Und im zweiten Abschnitt kommen wir dann zu meinem zweiten Kritikpunkt. Und ich denke, da werdet ihr mir dann auch gleich zustimmen. So, hier ist die Schwierigkeit nur so, dass der Würfel wirklich so knapp da einzusetzen ist. Ja. Dass das nicht sofort funktioniert. Weil jetzt ist er zu groß. Ne? So ist er zu groß. Ich muss ihn möglichst von möglichst weit wegnehmen. Und dann eben auch. Ich darf ja nur einmal setzen. Das heißt, er muss, wenn ich ihn hier nehme... Muss er gleich von der Größe her genau so sein, dass es passt. Das ist das Schwierige hier. Kann ich von hier aus auch greifen? Ich glaube, jetzt ist er ein bisschen kleiner geworden noch, oder?
Es muss ja halt da genau reinpassen. So dass er nicht die. Nicht das Glas berührt, weil sobald er das Glas berühren würde, na, ist er dann ja davor und fällt davor runter. Ich glaube, das reicht noch nicht. F. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier erst rangehe, dann wird er ja. Er ändert sich ja so in der Größe nicht. Also ich glaube, da kann ich gar nichts dran drehen. Vielleicht kann ich es hier nochmal so ein bisschen beeinflussen. Aber auch da. Jetzt könnte es passen. Das sieht gut aus. Schade. Nochmal die hinterste Ecke probieren. Noch weiter nach hinten, dass er wirklich winzig ist. Vielleicht ist es auch ein Unterschied, ob ich ihn vorne angreife oder hinten. Hier nochmal so ein bisschen. Ist hier gut, wenn ich von weiter hinten. Ne, es macht keinen Unterschied. Oh, das ist wirklich eine ganz knappe Geschichte. Das, jetzt ist oben wieder die Kante dran. Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt beim zweiten Mal wird es dann gehen. Na, jetzt ist er ein kleines Stückchen kleiner. Jetzt kann man ihn draufsetzen. Ha, aber wenn ich es von hier nehme, dann ist er ja viel zu groß. Das ist klar. Also das kann es nicht sein. Ja, das ist. Man muss den wirklich. So nehmen, dass er am kleinsten ist. Das ist die Frage, okay, wo genau ist der? Der ist hier auf der rechten Seite da hinten. Das heißt doch, dass von hier eigentlich der größte Abstand sein müsste. Wenn ich es von der Ecke aus mache. Boah, aber das ist insane. Dieses Stück da oben, dieses kleine Stück da oben, blockiert mir das immer. So? Oh mein Gott! Yes. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. Ja, da muss jetzt einfach ein bisschen Glück haben, dass er richtig fällt. Dankeschön. Please provide a comprehensive rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Das ist jetzt auch wieder eine interessante Geschichte. Ich habe nur einen einzigen Zug, das heißt, ich muss das Schild absetzen und es muss passen. Das heißt, ich muss es jetzt schon so packen, dass es möglichst groß vor mir ist. Damit ich es dann auch hier möglichst groß auf die Dinger draufstellen kann. Das könnte hinhauen. Darf jetzt nur nicht umfallen. Die fallen nicht. Sieht gut aus. Ja, das hält. Nice. Nice. Dafür, dass ich bei dem Würfel gerade so gestruggelt habe, läuft der Rest gerade gut. You did it. To maximize the time allowed for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Der Käse mit einem Schlag direkt das Ding um. Ich habe nichts gedrückt. Ich wollte ihn nicht loslassen. Ich weiß nicht, warum der jetzt losgelassen wurde automatisch. Ich habe es nicht gedrückt eigentlich. Hä? Wenn ich hier die Wand berühre, lässt er dann los? Dann laufe ich halt nicht mehr an die Wand. Ah, vielleicht muss ich erst den drücken. Oh, ich lasse einfach den hier weiterfallen. Oh, reicht. Ah, ich darf nicht springen.
Ich darf nicht springen, ich muss es so, ja. Ich darf nicht springen. Ah, oder so. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist doch jetzt pures. Das ist doch jetzt keine große Kunst, normalerweise den da passend fallen zu lassen. Come on! Kann auch das Schild nehmen, übrigens. Ich glaube, das Schild tut nicht ganz, was es soll. Ah! Warte. Ich glaube schon, der Käse ist besser. Der wird auch größer. Ja, komm! Ich krieg's nicht hin. Das gibt's ja wohl nicht. Ah, jetzt ist er kleiner. No. Aber vielleicht das gerade hilfreich. Ist es nicht. Okay, gehen wir das logisch an. Weiter ich hier rüber gehe, umso größer ist er ja. Ich den jetzt noch so drehe, dass er das wirklich umkippt. Ich glaube, ich muss einfach ein bisschen hier. Ja, ich hätte es einfach logisch angehen sollen. Das ist gar kein Problem. Gar kein Act. Jetzt noch nicht springen versehentlich. Und wir haben es geschafft. Das war alles zu Nummer 1. Okay, jetzt kommt gleich mein Kritikpunkt, während wir Nummer 2 spielen. Mein zweiter Kritikpunkt. Ihr seht schon, 0 von 4. Also hier sind 4 Räume. Eine Challenge. Geht jetzt hier eigentlich auch das Feuer? Ja. Hier sind 4 Räume, eine Challenge. 4 Räume. Abschnitt 1. Das war schwierig, oder? Das muss man schon extra als Abschnitt machen, auf jeden Fall. So, Abschnitt 2. Das ist jetzt natürlich eine wirkliche Challenge. Also da bin ich durchaus dabei, dass man sagt, das hier ist eine kleine Herausforderung, das hier richtig zu machen. Und so hinhauen. Ah, vielleicht habe ich Glück. Ich glaube, ich habe kein Glück. Ich meine, ich kann wirklich auf Glück was spielen und sagen, ich lasse es einfach so fallen und wir gucken, ob es passend runterfällt. So viel dazu. Na, das ist immer möglich, dass man hier sagt, einfach so ein bisschen auf Glück spielen. Aber das, ich glaube, wir sollten es lieber versuchen mit Skill, also mit Skill, aber mit Nachdenken zu spielen. Wirklich sagt, hey, das sieht sehr gut aus. Da dürfte ich jetzt genau einen Sprung brauchen, um rauszukommen. Und hier dann auch noch mal genau einen Sprung, um hier hochzukommen. Ah, ich hoffe, okay, das Schild gefällt mir jetzt nicht. Ich glaube, da rutsche ich ab. Ich versuch's mal hier mit einem Sprung. Reicht hier ein Sprung, um hochzukommen? Das ist jetzt die Frage, weil sonst müsste ich. Ich glaube nämlich, ich muss hier mit dem Schild hoch. Ich probier's doch übers Schild. Yes, es lässt mich hoch. Gut. Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Mensch, habe ich Pierce. Noch nie gehört. And I'd like to talk to you so, das hier ist der nächste Abschnitt. Seht schon, fünfmal darf man springen, zweimal darf man was nehmen. Das ist der komplette Abschnitt bis da nach hinten. But not to worry. We're working on it. Das finde ich auch völlig okay. Gar kein Problem. So, zack. Was ich jetzt nicht machen darf, was ich gerne im normalen Spiel gemacht habe,
Die Figur mitnehmen. Mit der darf man nicht spielen, man muss die andere holen. Na, ist klar. Zack. Und. Zack. Jetzt darf ich nichts mehr nehmen. Ab jetzt muss ich es so setzen, dass es passt. Also richtig rumdrehen schon mal. Und jetzt hoffen, dass es so von der Größe her dann passt und man es passend, also gut hingesetzt hat. Aber wenn ich es so setze, müsste es eigentlich hinhauen, oder? Sieht doch gut aus. So, drei Sprünge habe ich zur Verfügung und genau die drei brauchen wir auch. Also kürzer geht es eigentlich, glaube ich, fast nicht. Na, jetzt muss ich hier hochspringen. Und dann muss jetzt der Sprung nach oben sitzen. Perfekt. So, aus irgendwelchen Gründen ist das hier kein Raum. Ich weiß nicht warum. Na? Das ist so meine Frage. Der erste Raum, wo man eine Tür wegnehmen musste, das war ein Challenge-Raum. Das war die 1 von 4. Das hier ist keiner. Warum? Warum ist das jetzt keiner? Warum muss ich den jetzt nochmal spielen? Ich habe den schon 3000 Mal gemacht. Auch das hier. Dieser komplette Abschnitt. Hallo. Ist kein Challenge-Raum. Den muss ich einfach ganz normal nochmal spielen, um zum letzten Challenge-Raum zu kommen, nämlich der mit dem Mond. Der mit dem Mond ist nochmal ein Challenge-Raum. Das verstehe ich irgendwie nicht. Wieso macht man hier nicht auch einen Challenge-Raum draus? Ich meine, auch hier kann man das Ganze mit einer minimalen Anzahl an Sprüngen doch machen. So, zweimal darf man was grabben, nämlich die beiden Figuren. Öfter darf man es nicht grabben, zweimal darf man springen. Warum? Warum haben die hier keinen Challenge-Raum draus gemacht? Verstehe ich nicht. So, hier, zack. Ich bin zweimal gesprungen, ich habe zweimal gegrabbt. Könnte man doch zwei oben hinsetzen. Warum muss man das hier nochmal durchlaufen? Wenn es nur um den Raum da hinten geht in der Challenge. Das verstehe ich nicht. Na, hier ist jetzt der nächste Challenge-Raum. 4 von 4. Hallo. Zweimal darf ich was nehmen. Klar, ich muss den Mond nehmen, logisch. Und ich muss die... das Tor so vom Mond runternehmen, dass ich es halt gleich aufbauen kann. So, das ist alles. Also möglichst groß schon mal grabben das Ding. Und dann gucken, dass man es hier halt aufzieht. Sieht man jetzt schon, das ist groß genug. Challenge geschafft. Aber ich muss halt bis hierhin laufen, obwohl zwischendurch keine Challenge mehr kommt. Und ich fürchte, das wird jetzt in den anderen Räumen auch so sein. Die nächsten kenne ich noch nicht. Soweit habe ich es im Stream gesehen. Ab jetzt kenne ich es nicht mehr. Also ab jetzt weiß ich auch nicht mehr, ob sie was verändert haben. 0 von 4. Das ist jetzt der... mit den vielen Würfeln und so weiter. Die Würfel, die dann anders werden, die auseinanderfallen und sowas. Das ist der Abschnitt. Okay, da geht's direkt los mit der Challenge. Viermal springen, zweimal grabben. Who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox. So, hier ist der, den nehme ich gleich mal so, dass er groß genug ist. Dann haben wir hier auf jeden Fall zwei Sprünge, die sind sicher. Die muss ich durchführen, geht gar nicht anders. Und jetzt darf ich noch einmal grabben. Ich darf jetzt noch einmal grabben. Das heißt, es muss möglich sein, einen Würfel so zu setzen, dass man hier nicht beide braucht. Komme ich da drauf jetzt? Komme ich da hoch? Wenn ich hochkomme, komme ich auch rüber. Yes! Und... Yes! Okay, perfekt. Hat ja schon mal funktioniert. Ach, das war das mit dem Dunkelding jetzt, ne? Und dass hier jetzt keine Challenge ist, so kann ich nachvollziehen. Dass man hier keine Challenge draus macht, wie gesagt, das kann ich nachvollziehen. Wobei auch das, zweimal grabben... Ich könnte es halt dann nachvollziehen, wenn man nicht diesen Durchgang im Welt 2
ne, die 1 von 4, wenn das keine Challenge gewesen wäre. Das habe ich halt dann nicht verstanden. Oh, ich darf nur zweimal springen. Ich darf also nichts umsetzen, denn das habe ich letztens schon im Speedrun gemacht, glaube ich. Mensch. Okay. Haben wir 2 von 4. Das hier ist auch keine Challenge. Warum? Zweimal grabben? Hätte man doch als Challenge machen können. Und zweimal springen. Jetzt hätte ich es nämlich schon versaut. Okay, ich darf einmal grabben und das war's. Das heißt, ich muss es schaffen, diese Plattform jetzt so zu setzen, dass sie passend... ich fürchte, die kippt mir falsch. Ich darf nämlich nicht springen, das heißt, ich muss runterkippen. Machen wir es aber so, dass ich die gleich ein bisschen größer in die Hand nehme. Und jetzt müsste ich sie aber halt... Die ist halt so verkehrt rum. Ah, okay, ich kann sie drehen. Ja, das haut hin. Jetzt müsste es hinhauen. Mal gucken. Ich muss hochkommen. Nein, ich komme nicht hoch. Es ist zu steil. Es ist noch zu steil. Willst du mich vor... Oh, warte. Vielleicht kann ich mich hochbacken. So sieht's aus. So, jetzt nehme ich hier gleich einen... den Würfel so, dass die möglichst groß auseinanderfallen. Denn ich darf nachher keinen mehr grabben. Das, was ich noch grabben muss, ist das große Ding. Okay, komme ich jetzt schon hoch? Ich darf zweimal springen. Ich versuche jetzt möglichst weit zu laufen. Komme ich jetzt hoch? Oh, ich fürchte nicht. Oh, ich fürchte, ich komme nicht hoch. Ja, habe ich schlecht gemacht. Ich muss also das... Hä? Okay. Ich muss also beim Auseinanderfallen von den Würfeln schon gucken, dass die eine gewisse Größe annehmen. Nice. Komme ich nur nicht so hin, dass ich mit einem Sprung rüberkomme, richtig? Ja? Ja? Und? Nein! Oh, ich bin abgerutscht. Aber das wär's. So wird es funktionieren. Okay. Perfekt. So würde es funktionieren. Das war schlecht. Das wird nicht reichen. Ganz kurz probieren. Nee. Ah, ich habe wieder zu klein. Ne? Ah, vor allem ist er zu weit weg. Totaler Schwachsinn. Jetzt komme ich auch wieder nicht mit einer. Ja, seht ihr, was ich meine? Ich bleib hier hängen. Ich werde so mit dem Sprung nicht hochkommen. Ah, doch, weil. Okay. So, und jetzt nehme ich den nämlich weg. Das ist mein zweites Wegnehmen. Und jetzt dürfte es keinen Sprung mehr geben. Hoffe ich. Yes. Gut. Also hier musste man wirklich auch wieder komplett durchspielen, aber hier war auch alles eigentlich eine Challenge. Bis auf ein kleines Ding zwischendurch war keine Challenge. Das ist okay. Jetzt hat aber der vierte Raum hat eine Challenge. Eine. Ich muss jetzt das komplette vierte Ding nochmal spielen. Na, 0 von 1, da oben sieht man schon, das konnte man auch im Hauptmenü schon sehen. Wir nochmal den Sternraum besuchen. Nein. Wobei, ist jetzt das eigentlich auch noch ausgefüllt? Ja, cool. Okay, was ich sagen wollte. Eine Challenge, das heißt, ich muss jetzt spielen, bis ich zu dieser Tür komme, die eine Challenge ist. Der ganze Anfang war aber reines Rumlaufen. Und das muss mir jetzt nochmal ablaufen. Das finde ich nicht. Das sehe ich nicht, weiß ich nicht, sehe ich nicht so sinnvoll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich wette, das ist... Okay, es ist gleich am Anfang. Ich darf einmal grappen und siebenmal springen.
Oh, das ist der komplette Durchlauf. Das wäre auch interessant. Dann habe ich nichts gesagt. Ich bin jetzt mal gespannt. Ja gut, aber... Ah, okay. Ich muss jetzt hier durchkommen, ohne zu grabben. Das geht nämlich bestimmt. Wahrscheinlich kann man in der Mitte durch. Okay, ich komme nicht in der Mitte durch. Dann muss ich jetzt grabben. Dann hoffe ich, ich muss nie wieder grabben. Ah. Okay. Jetzt darf ich noch 6-mal springen. Oh, das wird jetzt... Okay, vielleicht ist meine Kritik nicht gerechtfertigt. Weil der komplette Abschnitt jetzt sozusagen die Challenge ist. Vielleicht ist meine Kritik nicht gerechtfertigt. Wir warten mal ab. Wir warten mal ab, wie weit es geht. Weil 6-mal springen, wann musste ich denn hier noch öfter springen? Das meiste war ja laufen. Und wenn ich jetzt nichts mehr grabben darf, ich muss an den Flaschen vorbeikommen. Wenn ich dieses Dunkelheitsschild nicht grabben darf gleich, bin ich komplett verloren. Ich laufe ja jetzt nur. Alles, was jetzt kommt, ist Laufen. Und jetzt kommt das Dunkelheitsschild. Und das darf ich jetzt nicht aufheben. Weil ich habe ja schon ein was gegrabt, nämlich die Flaschen. Ich müsste jetzt hier durch, ohne das Schild zu nehmen. Warning. You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream. Ich muss jetzt durch die Kisten durch, ohne das Schild zu nehmen. Ich werde nie wissen, wo ich bin. Ich weiß nie, wo ich springen muss. Das kann nicht funktionieren. Ich muss an den Flaschen anders vorbeikommen. Wo bin ich? Ne? Irgendwo da sind die Kisten. Aber ich glaube, ich bin oben drauf. Könnte man doch da irgendwie nach hinten laufen. Könnte man nochmal springen? Na, jetzt habe ich es auf jeden Fall versaut. Da konnte man nach hinten laufen. Nee, das kann ich nicht. Das muss, kann nicht sein. Aber das bedeutet, ich muss es jetzt... Wenn ich es einmal versaue, muss ich alles wieder ablaufen. Okay. So, aber wie gesagt, das bedeutet für mich jetzt vor allem, ich muss über diese Flaschen drüber kommen. Ohne sie zu nehmen. Komme ich hier vielleicht durch, an der Seite? Ich würde halt auch gerne, ungern 2-mal springen, ne? Okay, da kommt man. Ja, wow. Ja, wow, das hätte ich auch gleich haben können. Dann darf ich einmal das rote Schild grabben und das war's. Okay. Dann ist doch das Ganze die Challenge. Dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte so, ein kleiner Raum ist dann hier die Challenge und alles andere muss man ablaufen. Man muss alles ablaufen, aber es ist komplett, der ganze Abschnitt ist die Challenge. Dann habe ich nichts gesagt. Die Kritik war gegenstandslos. Die Kritik in Level 2 bleibt. My name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you. Bloß nicht versehentlich springen, ich will das nicht nochmal ablaufen alles. And that's exactly why we're here to help. Daddy. Warning, you were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Ich muss ja hier auch die Sprünge passend setzen. Ich muss ja hier ab und zu, genau. Genau, das ist das. Da stand ich vorhin drauf, so ein bisschen. Okay, wie springe ich jetzt hier? Schaffe ich es mit einem Sprung direkt hoch? Das Problem ist, wenn nicht, habe ich den Sprung verschenkt und kann von vorne anfangen. Ich muss es aber probieren.
Ich schaff's nicht. Also muss ich als erstes einen Sprung hier drauf machen. Dann einen hier drauf. Und dann einen hier drauf. Hier verliere ich also 3 Sprünge. Also ich hätte jetzt eigentlich noch 4. So, hier muss ich runter. Hier läuft man jetzt einfach nur durch. Okay. Das darf ich jetzt nicht nehmen, das Schild. Ich muss jetzt also... Oh, mit den restlichen Sprüngen muss ich jetzt da hochkommen. Normalerweise hätte ich noch 3 Sprünge. Möchte ich nur kurz betonen. Normalerweise hätte ich noch 3 Sprünge. Ich könnte also den hier machen. Ich könnte den hier machen. Scheiße. Also 1. Komme ich von da direkt darüber? Nein. So nicht. Jetzt können wir auch kurz das Schild uns zur Hilfe nehmen. Und es einmal nochmal ausleuchten und gucken. Gucken, was wir gerade falsch gemacht haben. Wird nicht vernünftig ausgeleuchtet gerade. Jetzt wird es ja, okay. Ah, hier. Hier ist perfekt. 1, 2, 3. So. Ist jetzt nochmal irgendwo eine Challenge? Da ist die Challenge zu Ende. Okay, alles klar. Ja, dann auf geht's. Also ich brauche wirklich alle Sprünge. Ich darf keinen verschwenden. Also müssen wir jetzt wieder hier alles ablaufen. Weil irgendwie wäre es doch dann trotzdem... Ich lasse meine Kritik stehen. Ich lasse meine Kritik stehen. Dann hätte man sagen können, der erste Raum, man darf nur springen, man darf nichts wegnehmen. Challenge zu Ende. Das hier alles, man springt hier doch sowieso nicht. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. Das hier alles nochmal ablaufen zu müssen, wenn man hinten Fehler macht, das ist doch auch wieder dumm. Wisst ihr, was ich meine? Hier kann ich doch gar nichts versauen. Ich spring doch hier nicht. Ich habe hier nie einen Grund zu springen. Aber die Challenge beginnt ganz unten. Das heißt, wenn ich die Challenge da hinten versaue, muss ich alles ablaufen, was überhaupt nicht Gegenstand der Challenge eigentlich ist. Weil hier springe ich nie. Das alles muss ich wieder ablaufen, wenn ich jetzt das mit dem Schild wieder versaue. Man könnte doch sagen, da unten ist 1 von 2 und ab hier, ab dem Abschnitt beginnt 2 von 2. Und 2 von 2 hat dann halt 6 Sprünge und einmal grabben. Warum hat man das nicht gemacht? Das verstehe ich nicht. Warning. You were advised to subject yourself to explosive. Weil wenn ich es jetzt versaue, muss ich unten wieder loslegen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Wisst ihr, was ich meine? Finde ich doof. Also irgendwie wirkt es nicht so durchdacht an der Stelle. Der Herausforderungsmodus ist eine coole Idee, gar keine Frage. Aber so wirkt er irgendwie nicht wirklich durchdacht. Weil wenn ich es jetzt versaue, muss ich von vorne wieder loslegen. Das ist dumm. Das ist irgendwie echt dumm. So. Ich darf es nicht nehmen. Ich muss jetzt rausfinden, wo das war. Yikes. Oh boy. Kann ich da irgendwie dazwischen laufen und dann so sehen, dass da die Kiste anfängt? Ich glaube, hier fängt die Kiste... Oh Gott. Hier fängt die Kiste an, oder? Ja. Jetzt 1 hoch. Wo bin ich? Ich habe durch einen Bug einen Sprung gespart.
Das geht auch. Das geht auch. Uff. Gott, ich dachte jetzt, mich fetzt es irgendwo aus dem Level raus. Ich werde den Sprung jetzt auch nicht verschenken. Den lassen wir jetzt einfach hier. Den Sprung lassen wir jetzt einfach hier. So. Oi. Oi, oi, oi. Alles klar. Gut. Dann war das jetzt Herausforderungsmodus 1 bis 4. Und im nächsten Video Herausforderungsmodus ab 5. Mal gucken, wie weit wir kommen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.